So, diesmal habe ich tatsächlich keine Zeit. Es ist 2:30. In einer halben Stunde muss ich weg. Und 3:45 kommt dann das Video. Wir trinken Staropramen aus Prag. Tschechisches Bier also. Für morgen habe ich nochmal was ganz Besonderes. Da wurde mir gerade eben Bier gebracht. Übrigens mache ich dieses Bier mit einem Samsung A3 auf. Da hat sich das Handy schon mal gelohnt. Ne, LG ist langsam zu alt. Ich habe jetzt 82 Abonnenten. Danke dafür. Da läuft das Geld in die Bude ein. So. Pilsig. Deutlich bitter. Sehr herb. Vielleicht liegt es auch an dem. An der halben Flasche, die ich mir gerade inhaliert habe. Hier steht irgendwas mit Kot und Kronkorken. Ich weiß nicht, wo er ist, sonst würde ich es euch zeigen. Was ist hier drin? Wasser, Gerstenmalz, Gerste, Hopfen, isomerisierter Hopfenextrakt, Kohlensäure, Mehrwegpfandflasche. Isomerisierter, was soll das? Isomere kenne ich gut, aber Hopfenextrakt hätte euch gereicht. Auf jeden Fall bitter. Man merkt, dass es Bier ist. Es schmeckt eigentlich gut, aber es ist halt nicht mein Ding. 5%. Zweiten haltbar? Was? Ich habe das aus dem Laden gekauft. 2018 oder vor 2 Wochen. Da steht 18 drauf. 8.08.02.18. 8.02. Oder ist eine seltene Angabe, wo der Monat vorm Tag genannt wird? aber trotzdem. Trotzdem komisch. Macht man so nicht. Ich muss sagen, um jetzt mal das Tschechische extra gekauft, um es mit dem Polnischen zu vergleichen. Ich habe mir auch noch ein anderes polnisches Exemplar gekauft. Nicht so gut wie das Tyskie. Recht herb, recht bitter also. Ist nicht mein Fall. Würde ich jetzt hier mal zum Wegzischen, okay, aber. Den ganzen Tag würde ich das nicht machen. So, Zeit ist abgelaufen. Wir sehen uns morgen wieder. Da wurde mir was gesponsert. Vielen Dank dafür, wenn es soweit ist. Und den Mann seht ihr dann auch morgen mit dem Video. Wahrscheinlich. Vielleicht, wenn wir es heute überleben. Ja, so, dann bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis morgen und tschüss! Knatz! Da geht doch.